Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei dem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, was haben wir denn heute auf dem Gartentisch? Ja, das zweite Bier vom lieben Drachen 83. Dankeschön an dieser Stelle aus Baden-Württemberg und zwar das Waldhaus. Ja, und zwar diesmal nicht das Diplompilz, das bei uns ja auf Anhieb in die Krone-Bewertung mit eingegangen ist. Ja, das ist ja tatsächlich... Sondern diesmal haben wir es mit Waldhaus ohne Filter Naturtrüb zu tun. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe ist drin. Aus Baden-Württemberg, 5,6% Umdrehungen, ist ein Vollbier, genauer ein Zwickel, laut Bierbasis. Ich bin mega gespannt, habe ich ja auch schon beim Auspackvideo gesagt, was da jetzt auf uns zukommen mag. 5,6%, also auch ein bisschen stärker, ist aber okay, weil die Temperaturen so ein bisschen wieder draußen abgekühlt sind, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und Waldhaus, ja, das steht wie gesagt für einiges. Die hatten nämlich vor kurzem erstmal verkündet durch die Medien, dass die jetzt mehr Bier brauen. Gute Absätze haben sie erzielt, gut Gewinne konnten sie machen, steht für Qualität dieses Bier. Und unser Diplompilz, das war wirklich der Hammer gewesen, ja. Das hat mich auch aus den Socken gehauen. Und jetzt bin ich mal gespannt, Waldhaus ohne Filter Naturtrüb. Ich bin mega gespannt, was steht da noch drauf? Seit 1833. Ich würde sagen, wir machen es mal auf. Kommt hier, wie gesagt, interessant, hier mit dieser roten Folierung, hier so, ne, mit dieser roten Alufolie umher. Ich guck mal eben, ob die Kapsel bedruckt ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Nee, Kapsel ist nicht bedruckt. Okay, dran schnuppern muss ich aber noch. Leute, jetzt lassen wir es laufen. Ich bin mega gespannt drauf. Entspannungsverdampfung ist drin. Wir sehen es, da kommt es richtig rausgeströmt. Das Gas, wunderbar. Naja, ist ja eigentlich nicht wirklich Gas, ne? Lassen wir laufen. Bin ganz zaghaft. Okay, Zwickel, Vollbier. Interessant, interessant. Ein paar Infos habe ich, wie gesagt, jetzt sind nur so... Wow, das ist aber wirklich naturtrüb. Woo! Hoho! Das sieht aber mal nice aus. So. Klasse! Zack, drin ist es im Glas. Ja, hat meine Freundin Pech, die ist gerade nicht da, kann sie nicht probieren. Ha, naja, okay. Was haben wir denn da? Ja, ist ein Bier halt, ne? Sie gibt sich erstmal als Bier zu erkennen, als sehr, sehr schönes Bier. Das müssen wir ganz klar sagen. Blume, ich war ein bisschen zaghaft mit dem Einschank. Ich würde mal sagen, halben Finger breit, relativ schneller Zerfall diesmal allerdings. Was mich ein bisschen wundert, war das beim Diplompilz auch so? Ich weiß jetzt gar nicht, wobei es bleibt etwas an der Glaswand haften. Was allerdings bleibt von dem Blümchen, ist ein Blumenteppich. Der ist tatsächlich doch recht linear. Da ist ein bisschen Bewegung auch so im Glas drin. Das kann man ganz gut sehen, denke ich, hier auch gerade so vom Rand. Ja, und dann haben wir hier was, was ein bisschen aussieht, so erinnert einen so ein bisschen an Fanta. So von der Farbe her könnte man jetzt auch denken, vom Weiten, oh ja, da ist ein bisschen Fanta eingekippt, ne? Hätte man besser lösen können, Leute, da bei Waldhaus. Ein bisschen mehr Blume oben rauf, ne? Dann ist halt nicht so nach Fanta aussehend. Aber egal, lassen wir uns mal davon jetzt nicht täuschen. Ist soweit okay, Blumenteppich ist ja vorhanden, ist okay. Und hier haben wir wirklich ein schönes, naturtrübes, unfiltriertes Bierchen. Das ist sehr schön. Man kann, wie gesagt, nicht durchschauen. Hier ist meine Hand hinter, da steht die Lampe. Also aus diesem Grund prima. Ja, das Ganze hat auch eine gewisse Tiefe. Das sieht sehr, sehr saftig aus. Sehr, sehr fruchtig sieht das aus durch diese Farbe, die in deutlichen hellgelbe Nuancen in sich trägt. Ja, also da ist schon nichts mehr von Getreidegold die Rede. Das hier ist ganz klar gelb. Ja, das müssen wir auch als das benennen. Leuchtendes, cremiges Gelb. So sieht das aus und das leuchtet wirklich richtig, dass hier alles andere aussieht als wässrig. Das ist eher saftig, ja, so richtig schön naturbelassen. Das sieht von der Optik, muss ich sagen, von der Farbe verdammt geil aus. Was mich allerdings stört, ist, dass die Blume doch relativ schnell, sehr schnell zerfällt. Und wie gesagt, vom Blumenteppich auch leichte Inselchen übrig bleiben. Da hätte ich mir zum Schutz des Bieres und natürlich für die Optik, für die Ästhetik gewünscht, dass das Ganze so ein bisschen voluminöser aussieht. Ja, aber das ist immer so eine Geschmackssache. Wir Deutschen sind eigentlich eher verwöhnt. Wir möchten diese großen, voluminösen Blumen haben. Nun gut, Bierblümchen, nicht wahr? Wollen wir mal gucken, was wollen wir bewerten? Dadurch, dass keine Blume da ist, gebe ich Punkteabzug. Leider muss ich machen. Ich hätte sehr, sehr gerne 10 Punkte gegeben. So gebe ich 8 Punkte von 10 für die Optik, für die Ästhetik. Sieht von der Farbe schon sensationell aus. Ist wie ein bisschen höher bewertet. Machen wir mal anschnuppern. Ja, Fruchtkörper, ganz klar, kann man rausriechen. Durchaus ein bisschen stärker. Das wird wahrscheinlich hier diesen 5,6 oder ja, noch 5,6% Umdrehungen verschuldet sein. Das duftet man raus.
Ja. Ansonsten recht mild. Also dieses fruchtige, leicht herbe, das riecht man schon. Nicht so extrem wie ein IPA, aber man merkt schon, da ist ein bisschen was Kräftigeres drin. Okay, Freunde, jetzt machen wir das, was wir am liebsten machen. Ein Antron, den machen wir jetzt nämlich, Freunde. Also, auf euch, zum Wohl, auf den lieben Drachen 83, auf das Bier und auf den Genuss. Dann wollen wir mal. Waldhaus. Ja, gut. Also es ist wieder. Ich warte mal noch kurz. Mal sacken lassen, ne? Ja, ich glaube, jetzt können wir. Also, Brauwasser, ganz klar, geht wieder eher Tendenz weiches Brauwasser hin. Ist wieder so richtig schön, so ein Schmeichler, ne? Backen Innenwände, Zungenbereiche, schmeichelt schön, sehr gut. Kommt direkt aus dem Kühlschrank, Trinktemperatur liegt zwischen 6 und 7 Grad. Wie gesagt, ich habe es nochmal ins unterste Fach reingelegt. Aus diesem Grund auch wunderbar erfrischend, dass ich sagen würde, ja, das hat einen verdammt guten Zug drauf. Ist ein Klassiker, ist ein Hybrid. Ja, also man kann es sehr schnell trinken, sehr zügig trinken, verzeiht einem das Bier. Hat man es aber länger im Mundraum, ist der Bier durch die Menge, wärmt sich natürlich auch im Mundraum aus und dadurch kommen die Aromen nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Das ist soweit auch okay, deswegen würde ich hier von einem Hybriden sprechen. Prickelnd vom Bereich der Karbonisierung her eher weniger. Es ist bitzelt da nichts auf der Zunge oder ähnliches. Es ist alles eher so ein bisschen linear schlicht gehalten. Und dann kommt das, was mich so ein bisschen verwundert in meiner Wahrnehmung. Weil diese Wahrnehmung wird leider beim Antrunk ein bisschen getrübt. Ich muss bewusst sagen, leider. Und zwar sieht dieses Bier von der Optik schon sehr kräftig aus, kernig aus, naturbelassen. Da erwarte ich jetzt eigentlich, dass die Aromen sehr, sehr intensiv, selbstbewusst nach vorne kommen beim Antrunk schon. Sowohl vorderer, mittlerer, hinterer Zungenbereich. Gerade hinterer Zungenbereich lege ich ja Wert drauf durch natürlich den Hopfen. Hier ist wie gesagt ein Naturhopfen drin. Da hätte ich mir jetzt schon vorgestellt, dass der so ein bisschen intensiver nach vorne sticht, wie zum Beispiel das Diplompilz. Aber gut, das ist jetzt eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Und der Nachhall, der war jetzt auch nicht sensationell. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst jetzt, Leute, ja. Naja, machen wir mal ein bisschen Virologie, tauchen wir mal ein bisschen tiefer ins Glas. Einmal sehen, was wir da haben. Vielleicht verpackt sich ja da, verpuppt sich da noch was drin oder so ähnlich. Ja, das Hütchen schnürt mir gerade die Hürden ein, aber egal. Gut, das ist auch viel zu mild, ey. Das ist zu mild. Ja, ach, schade. Also, du merkst einen leichten Getreidekörper, aber wenn ich euch jetzt einen Vergleich mit einem Discounter-Bier mal schicken würde, also zum Beispiel gehen wir jetzt mal von dem ganzen Klassiker Oettinger aus, egal ob das alkoholfrei ist, das Pilz ist oder das Export ist, generell haben wir hier einen sehr, sehr, ich sage jetzt immer schon Durchschnitt, ich nehme es mal als Durchschnitt, ja, würde ich jetzt sagen, haben wir auf jeden Fall einen Malzkörper, den man auch herausschmecken kann. Hier ist das sehr, sehr flach, Leute. Das ist ein sehr, sehr flacher Malzkörper innen drin. Hier von einem Getreidesilo oder gar von einem Getreidefeld zu sprechen, das wäre maßlos übertrieben, weil das ist wohl eher ein kleines, eine Prise, ja, die man da an Malzkörper tatsächlich herausschmecken tut. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, Verzeihung, was da überhaupt draus schmeckt, weil das dermaßen mild ist, dass man jetzt auch denken könnte, gut, das ist aromatisiertes Wasser. Muss man ganz klar sagen. Es ist jetzt traurig, das zu sagen, weil ich das Diplompilz absolut feier von der Brauerei. Ich mich riesig darauf gefreut habe, dass da vielleicht was richtig Krasses kommt noch. Und das hier ist Schulz. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen, naja. Mittlerer Teil hingegen, da fängt es an, sich zu entwickeln. Das heißt, der vordere Bereich, Malzkörper, Getreide, alles dieses bleibt komplett fern. Ja, da muss man schon wirklich richtiger Feinschmecker sein mit ganz empfindlichen Geschmacksknospen auf der Zunge, die das herausschmecken. Das gelingt, glaube ich, den wenigsten, ja.
Nun gut, mittlerer Zungenbereich passiert ein bisschen mehr. Da scheint sich das Bier tatsächlich so ein bisschen zu entwickeln. Deswegen, wie ich schon sagte, ist auch durchaus ein gemütliches Bier, was langsam mit kleinen Schlucken getrunken werden möchte. Da haben wir dann tatsächlich so einen Fruchtkörper, der so langsam sich nach vorne schiebt, der so eine gewisse Fruchtlieblichkeit mitbringt, die aber auch sofort, sage ich jetzt so von den herberen Charaktereigenschaften ummantelt wird. Und die sind ja bekanntlich im hinteren Zungenbereich wahrnehmbar. Und das ist dann auch dieser Hopfen, der dann diese gewisse Hopfenherbe auch nach vorne transportiert und in Anführungsstrichen ja im Rampenlicht steht, sprich also ein bisschen selbstbewusster daherkommt zu dem gesamten Rest. Das Ganze verbindet sich dann noch soweit gut rausretuschiert mit dem Alkohol, den man dann auch merkt. Das ist diese leicht metallische Note, die man wahrnehmen kann, die doch mal kurz vor dem Abtritt, quasi vor dem Runterschlucken, sich noch mal kurz meldet, wird dann wieder übermantelt und durch diese, ich sag jetzt mal, vielleicht sogar Hefenuancen, die man da herausschmecken noch kann. Auch eher hinterer Zungenbereich, eher ein bisschen Säure vielleicht noch vermittelnd. Dann runterschlucken, da ist es wieder richtig, ja, da sieht man die Qualität des Wassers natürlich auch absolut nicht beißend, nicht kratzend, nicht juckend, das gleitet wie Öl runter. Das finde ich dann ganz gut. Das Problem ist nur, dass jetzt auch im Nachhall absolut nichts Selbstbewusstes da ist. Es ist alles sehr schüchtern, ja, zurückhaltend. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, es ist ein gut ausbalanciertes Bier, bis auf den Malzkörper, den ich da ein bisschen drin vermisse. Ja, der so ein bisschen nach Getreide schmeckt. Das ist irgendwie alles komplett weg da. Ja? Keine Nussigkeit, keine Lieblichkeit, da ist nichts Florales, nichts Blumiges, nichts Kräuterlastiges drin. Das ist alles sehr dezent im Hinterhalt. Ja? Das ist so bei einem Bier, was ein bisschen kräftiger daherkommt, was so ausschaut und gerade durch diese Naturtrübe, wo extra nochmal zusätzlich Nuancen unterstrichen werden, weil sie nicht rausgefiltert worden sind, da erwarte ich einfach ein bisschen mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also sorry, aber da muss ich mehr erwarten können. Ja? Da gibt es nämlich auf dem Markt günstigeres und vor allen Dingen auch besseres, muss man ganz klar sagen. Das ist einfach so. Selbst im Discounter-Bereich hatten wir da schon besseres gehabt, was in diese Richtung geht. Da muss man auch so fair sein, das tatsächlich zu sagen. Ja, ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte es echt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kommt hier gleich so eine richtig krasse Bombe, wieder so eine Krone-Bewertung. Das ist aromatisiertes Wasser. Das ist viel zu nicht selbstbewusst genug. Das züffelt sich so weg, ja. Schon fast Radler verdächtig. Selbst ein Radler hätte noch mehr selbstbewusstere Aromen drin, die man ja freien Lauf lässt. Hier ist so, wie ob alles an der Leine ist, zurückgehalten wird an Aromen. Da tritt nichts selbstbewusst auf die Bühne und da ist komplett linear. Da ist nicht eine einzige Spitze drin, eine Aromaspitze, wo ich sagen würde, cool, das trägt eine eigene Handschrift. Es trägt gar nichts, es ist gar keine Schrift. Es ist einfach zu mild. Ja, können wir bewerten. Schade, sehr, sehr schade. Leider bin ich enttäuscht und ich fühle mich jetzt auch richtig angepisst, dass ich das sagen muss, weil ich habe auf diese Brauerei sehr, sehr große Stücke gehalten. Ja, weil das Diplompilz wirklich sensationell ist. Es ist so ein geiles Pilz, es war so lecker gewesen. Und dass jetzt so eine Qualitätseinbrüche hier passieren, das finde ich sehr schade. Da hätte sich der Braumeister wirklich ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen können, ein bisschen mutiger sein in den Aromen. Da sage ich mal, damit lockt man keine Feinschmecker hervor. Da wird es schwierig, weil das schmeckt zu neutral. Da fehlt mehr, wo ich sage, ja, da muss ja wieder, da muss noch ein bisschen was sein noch, ne? Gut, Waldhaus ohne Filter, naturtrüb, seit 1833, ist ein Bier, Aufgabe erfüllt, soweit okay, solide, sieht ganz geil aus, fehlt ein bisschen Blume drauf, okay, können wir drüber streiten, ob man es will oder nicht. Geschmacklich allerdings, da sollten wir uns nicht drüber streiten, sondern bei den Fakten bleiben und die Fakten sind, ist leider nur ja, aromatisiertes Wasser, viel zu unselbstbewusst, viel zu linear, da ist keine Handschrift drin, da ist gar nichts, deswegen rate ich persönlich eher ab und soll, würde ich lieber einen Diplompilz aus der gleichen Brauerei nehmen, das ist wirklich top, das ist wirklich super, das ist so eine Krone Bewertung, die in die Top 10 der deutschen Biere locker reingehört, aber das hier, das ist ja auf den hintersten Plätzen. Ja, dementsprechend bewerte ich es auch, ich bin mal großzügig, 3 von möglichen 5/6 Punkten. Warum ich keine 2 Punkte gebe, ganz einfach, weil man merkt halt schon, dass es ein gut ausbalanciertes Bier ist, was sich aber sehr versteckt im Hintergrund.
Ja, man merkt schon so, da hat man sich Gedanken gemacht, gerade ab mittlerem Zungenbereich nach hinten raus, wo die Hopfenherbe dann auch einsetzt und der Fruchtkörper, die Fruchtnuancen sich ein bisschen zeigen. Da, sage ich mal, sieht man schon, dass man sich versucht hat, zumindest Mühe zu geben. Was da jetzt schiefgegangen ist, genau, das kann ich nicht sagen. Da sollten sich die Bierbrauer mal untereinander austauschen. Da bin ich als Tester ungeeignet für. Das müssen die Leute machen, die an der Braupfanne stehen. Damit ist Biersüffler draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.